Hallo! Herzlich willkommen zurück zu Avorion! Ja, mal gucken. Wir haben letztes Mal dieses Artefakt erforscht. Und jetzt als nächstes würde dann, denke ich, kommen, dass wir. Mal loslegen, dass wir das Schiff, denke ich, upgraden müssen, denn unsere Slots sind alle belegt. Das hier möchte ich auf jeden Fall irgendwie behalten, wenn es geht. Das hier genauso, beziehungsweise dann vielleicht noch ein zusätzliches, damit das Schild nicht durchdrungen werden kann. Dann müssen wir auf jeden Fall, also brauchen wir zusätzlich noch 8 Slots. Das heißt, wir haben dann schon 11 Slots gelegt. Ich glaube, 13 waren es, oder? Die das Schiff hatte. Ich glaube, 13. Also haben wir dann noch 2 Slots frei. Einen vielleicht für den hier tatsächlich. Oder was ähnliches, was ähnlich gut ist. Und ja, dann schauen wir mal, was sich halt so ergibt. Okay. So, damit wir aber dieses ganze Zeug zusammenbekommen und so weiter und so fort, würde ich vielleicht sagen, wir springen einfach mal. Moment, ich muss mal. Wir springen mit dem Schiff. Sie. Denn das geht wesentlich schneller, als wenn ich selber fliege. Das ist man mittlerweile. Na, es muss nur mit dem Rechtsklick irgendwie funktionieren. Das funktioniert nicht immer so zuverlässig irgendwie. So, genau. Hallo? So, wo müssen wir denn hin? Hier nach rechts irgendwo, würde ich sagen. Und dann hier irgendwo hin. So. Na komm. Und dann nochmal hier. Insekten weg. So. Ging wesentlich schneller, würde ich sagen, als wenn ich selber rumfliegen würde. Weil der halt nicht berechnen muss den Sprung, sondern einfach nur darauf wartet, bis er wieder darf. So. Jetzt fliege ich mal dahin. Und dann bauen wir da das Schiff oben, würde ich sagen, oder? Ah, wir brauchen aber. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo Crew kaufen können. Sollten wir uns einen passenden Sektor vielleicht suchen. Also wir brauchen auf jeden Fall hundertprozentig. Brauchen wir Mechaniker und Ingenieure. Das wird sowas von ein Muss werden wahrscheinlich. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Und außerdem werden wir wahrscheinlich noch so den ein oder anderen Leutnant, Unteroffizier und Kommandanten benötigen. Vielleicht sogar einen General. Ich weiß es nicht so genau. Wir müssen mal gucken. So. Was gibt's hier? Crew anheuern. Okay, das ist schon mal sehr gut. Und das auch. Und genauso das hier. Das ist auch perfekt. Ja, dann würde ich sagen, steht dem hier eigentlich fast nichts mehr. Ah ja, gut, aber es gibt haufenweise Leute, die nichts können. Zur Not müssen wir halt die nehmen. Und hier gibt es auch noch mehr. Ja, das ist doch. Ich denke, da können wir arbeiten damit. Ich denke, das funktioniert hier. Ja, gut. Ja. Ja. Ah, naja. Ja. Es ist okay. Und wenn ich fliege, einfach in den nächsten Sektor und gucken mal da. Also da vorne gab es irgendwo. Genau. Hier gibt es diese Ashton und die Generäle. Genau. Da fliege ich mal hin und baue das dann da um. Würde ich sagen. Thema Shuttles. Müssen wir gerade gucken. Thema Shuttle. Entschuldigung. Irgendwie dachte ich, dass ich mittlerweile wieder einigermaßen gesund bin, aber es will einfach nicht werden. Ich weiß nicht. So. Das hier? Okay, und das. Ja, wie gesagt, es hat halt nirgendwo irgendwie eine Bucht dran. Ich würde sagen, wir bauen die vielleicht dann einfach hier unten dran.
Aber das Direct Design anwenden müsste eigentlich ja gehen, ne? Ja, es geht auch. Oder nee, wir müssen zuerst umbauen. Wir müssen zuerst umbauen. Es funktioniert so nicht. Wir müssen das zuerst umbauen. Aha, ich muss zuerst in den Singleplayer, muss das umbauen, weil sonst ist unsere Staffel fort. Und das wäre ein bisschen doof, glaube ich. Das hier, glaube ich. Hm? Ich gehe da mal rein. Und wir müssen mal ein bisschen noch umbauen. Ein bisschen Produktion vielleicht auch noch irgendwo dazu bauen. Mal schauen, ob wir irgendwo noch Platz finden dafür. Das wäre natürlich super. Ja, mal gucken. So, Korrekturdüsen verbessern deine Rotationsgeschwindigkeit. Ja, gut. Braucht man aber Tausende davon. Also, so habe ich ja jetzt mitbekommen. So. Einmal bauen bitte, danke. So. Und zwar hier. Was? Achso, ach, einen Teleporter müssen wir auch noch einbauen. Dann haben wir ja noch ein Upgrade weniger, das wir zur Verfügung haben. Aber im Endeffekt, das müssen wir auf jeden Fall auch tun. Ne, habe ich hier dran gemacht. Hier ist das Triebwerk. Ja, vielleicht einfach hier hinten vor dem Triebwerk einfach noch ein bisschen was hin, oder? Vielleicht. Ich mache das mal so. Mach mal das hier weg, das hier auch. Dann müssten wir ja hier direkt, genau, dann, ja, ich. Genau. So, wir machen hier einen Hangar hin. Naja, nicht ganz so, würde ich sagen. Ich würde vielleicht sagen. Moment, glaub. Wieso macht er nichts? Hallo? Ah, okay. Wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn mit den Fightern? Wenn ihn da nicht angezeigt, kann das sein? Meine Werte, bitteschön, dankeschön. So. Oder brauchen die einfach viel mehr Platz? Moment, das ist Fenster. Ja, okay, ist klar. Alles klar. So. Zwei. So wird's halt nicht. So können die nicht landen. Das ist doch doof. Das braucht halt eine Mindesthöhe, sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay. Wie können wir das dann sonst machen? Wie können wir denn sonst noch irgendwie... Vielleicht muss ich das hier einfach trotzdem so machen. Oben drüber so legen. Und dann vielleicht da dran bauen. Hm? Das würde doch vielleicht... Vielleicht würde das gehen. So. Und hier mal. Und hier mal ein bisschen. So. Und hier nochmal so ein bisschen. So, jetzt können wir 4 Stück mitnehmen nur. Das ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. 9. 12. Wenn ich das hier verändere, hat doch einen Einfluss. Das ist nur nicht direkt. Es ist nur nicht direkt. Okay. Ich muss das nochmal so machen. Und nochmal so. Und dann nochmal so. Wir machen mal, ja, wir machen mal 14, komm. Ist das integriert? Nee, oder? Doch. Ich denke, es ist integriert, oder? Es sieht so danach aus, so ein bisschen. So. Und dann müssen wir hier vorne eigentlich noch eine Produktion ein bisschen hinbauen. Die können wir aber nach innen versetzen, tatsächlich, würde ich sagen. Nur wie machen wir das am besten, am blödesten? Das ist ein bisschen ganz so einfach, würde ich jetzt. Wie soll man das Ding hier wegmachen?
Können wir das? Naja. Einfach nur damit ein bisschen was, ne? So. Einfach nur damit es ein bisschen was ist, würde ich sagen. Und das ist jetzt mit Sicherheit nicht mehr integriert, würde ich sagen. Ja, genau, wie gedacht. So. Wie machen wir das denn? Ein bisschen doof. Einfach hier hin. So. Machen wir nochmal ein bisschen Hülle drüber. Nochmal sehr. Ist glaube ich immer sehr klein. Wir machen jetzt mal hier so. Dann nehmen wir hier nochmal die Hülle an. Na, so. Oh. Das war ein bisschen voreilig. Ah, ich sehe es halt wieder nicht. Ah, so. So. Funktioniert es dann hier noch? Auf eine Seite nicht mehr, auf die andere Seite schon. Wieso? Wieso? Oh. Ah. Vorne an. Geht ja auch. Ich meine, das kann man ja auch machen. So. Dann nochmal so. Und einmal drehen. Na komm. Dann einmal so und so und hier noch. So. So. Und dann müssen wir das hier einfach mal kopieren und nochmal hier so drehen, würde ich sagen, und dann das dann anpacken. So. So. Und dann können wir hier. So. Was hatten wir da für eine Farbe eigentlich? Weiß es nicht mehr. Die vielleicht? Könnte sein, huh? Könnte passen. Mal so. So. Okay. Gut. Also, ich bin eigentlich, ja, würde sagen, das reicht. Würde sagen, das passt. So. Test 37. Okay. Wir laden Test 37. Ja. Oh Gott. Das Ding wird so groß. Ich hoffe, das fliegt sich ordentlich. Es wird halt immer größer. Mir fällt da immer mehr ein, was ich noch ranbauen muss. Na, letztes Mal. Hallo? Hallo. Ah, yes, jetzt hat er geladen. Okay, sehr gut. Und wir bauen mal von uns. Oh. Automatisch gespeicherte. Hallo? Ah, jetzt mit einfach nur so viel drin. Das ist wohl nicht mehr so einfach. Oh. Test 37 war es, ne? Jo.
Funktioniert. Bada bam. Okay. So. Andocken. Kuh kaufen. Oh. Die Kuh hat sich verändert. Gut. Okay. Ich besorge erstmal hier. Wenn wir auf jeden Fall brauchen, denke ich mal. Ja, wenn wir auch brauchen. Wenn wir auch brauchen. Ja, wie viel brauchen wir denn noch überhaupt? Oh Gott. Was? Was? Okay, wir brauchen noch. Wie viel? 85? Und hier brauchen wir noch 24. Ach du Scheiße. Okay. Hier damit's. Was haben die für. Die müssen wir doch jetzt bald mal haben, oder? Oder fehlen hier auch noch so viel? Okay, ja. Okay, gut. Also die. Das ist aber schade. Mit dem Einlocken haben sich die. Hat sich die Crew resettet, die man hier kaufen kann. Das ist sehr doof. Ja, okay, das ist in Ordnung. Da kommen wir mal hin. Oh, dunk. Entschuldigung. Ich muss hier mal durch. Ich habe keine Zeit. So, es fliegt sich momentan ziemlich beschissen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hoffe, es wird einfach besser, wenn wir die nötige Crew haben. Wie sieht es eigentlich aus? Was haben wir denn so an Systemen drin? Okay. Gut, wir haben ein bisschen Platz. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und anheuern. 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 Keine Ahnung. Ach, brauchen wir auf jeden Fall. Anheuern. Anheuern. Okay, davon haben wir jetzt genügend. Wie funktioniert das mit dem Transport? Geh mal dahin. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren, aber es hat nicht funktioniert. Moment, wir können ja auch mal eine Transporter. Transporter-Software einbauen. So, ja, komm, fest einbauen. Okay, so. Machen wir das. Dann müssen wir diese Schlüssel alles einbauen. Schlüssel fest installieren. Okay. Das hier, glaube ich, haben wir auch noch nicht drin, ne? Ne, haben wir noch nicht. Fest installieren. Rein damit. Was haben wir sonst noch? Das haben wir schon drin. Genau, das auch. Ja, okay, das ist das gleiche. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eines fehlt noch. Ja, das haben wir halt noch nicht. Okay, was machst du hier? Hallo, hier ist das Schiff. Opry? Was brauchen Sie? Besatzung transferieren. Du musst näher am Schiff sein. Okay. Trotzdem. Ah, haben wir jetzt einfach alles bekommen, was wir brauchten? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ordentlich was bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Uns fehlt nur noch ein General und hier noch ein bisschen und dann passt das. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir einen General herbekommen. Na, da auf jeden Fall nicht. Ah, es fehlt nur noch ein General. Ein General.
ein General. Wie lange dauert das, so einen General auszubilden eigentlich? Also da kann man nicht warten. Welche habe ich jetzt noch nicht durch? Einen General bitte. Bitte, 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 einen General. Nirgendwo gibt es Generäle. Nirgendwo gibt es hier Generäle. Vielleicht bräuchte ich auch mal Sicherheitspersonal. Vielleicht. Ich besorge mir einfach mal Sicherheitspersonal, oder? Besorge mir einfach mal Sicherheitspersonal, vorsichtshalber noch. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber ich besorge mir das mal, vorsichtshalber. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile funktioniert oder nicht. Aber vorsichtshalber. Wo könnte es denn... Moment, hier gibt es auch schon... Nein, das ist egal. Achso, wir brauchen ja nicht mehr direkt hinfliegen. Ja, ich nehme einfach mal 10 Stück. Oh. Okay, das sollte sich aber relativ schnell, glaube ich, von alleine beheben. Nur generell brauchen wir halt unbedingt. Müssen wir mal gucken, vielleicht in einem anderen System. Vielleicht, ja, also da sicher nicht. Vielleicht ja da. Da mal hin. Mal gucken, wie lang jetzt der Hyperraum-Cooldown ist. Das würde mich auch mal interessieren. Oh Gott, ein Riesenschiff gebaut. So groß, glaube ich, habe ich noch kein Schiff gebaut. Und er ist immer noch bei Null. Das ist ja ziemlich Hammer. Crew anheuern, ja, immer noch nicht das, was wir brauchen. Ne. Na komm. Ne. Ne. Huch. Ne. Hier gibt's generell. Perfekt, da fliegen wir mal hin. Boah. Oh Gott, mein Schiff ist viel zu schnell. Ach du Kacke. Gott, ist das schnell. Oh Gott, ist das schnell. Ah, ich bin schon gedockt. Perfekt, Crew anheuern. Zack, yes. Okay, und hier nehmen wir auch noch einen mit zur Sicherheit. So, okay, passt. Sehr gut. Alles klar, dann haben wir jetzt... Oh Gott, wie teuer ist das jetzt, das Schiff zu bezahlen? What? Ach du Scheiße. Naja. In 3 Stunden sind 200.000 Credits fertig. Alles klar. Gut. Haben wir darüber auch gesprochen. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Wir müssen aber erstmal noch die Waffen wieder anbringen. Die Waffen sind ja alle weg. So, mal gucken. Hier. Raygun. Wir bauen einfach mal alles voll Rayguns, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann schauen wir mal. So, wir machen das mal mit Spiegeln, damit es ein bisschen schneller geht. So. 1, 2. Moment, kann ich hier das einblenden? Wie weit sind wir denn? Wo haben wir denn hier? Bewaffnete 12 und... Ja, wir können noch ein bisschen, ne? Oh Gott. Ich habe keine Geschütztürme mehr. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Schade. Ich habe keine Geschütztürme mehr. Ich bräuchte noch 3 Stück eigentlich, damit das richtig geil ist. Ja, gut, wir machen mal noch DPS noch. Und dann gucken wir mal eben, was haben wir denn hier? Ja, aber 6 Schüsse. Eine Sekunde bis überhitzt, das ist halt, ja, weiß ich nicht, ein bisschen sehr wenig. So, was haben wir hier Schönes?
Ja, ich glaube, das ist aber auch okay. Moment, das ist doch die, die wir drauf gebaut haben, oder? 2000? Ja, das ist die, die wir selber gebaut haben. Okay, alles klar. Deswegen ist die so geil. Ja, die ist eigentlich auch nicht so. Na, wobei, eine Sekunde bis überhitzt, das ist halt immer eine Sekunde. Das ist halt gar nichts. Das ist halt einfach gar nichts. So, wir hatten den Plasma. Ich glaube, den hier drauf, ne? Dann bauen wir den halt mal wieder drauf. Mittig einfach mal. So. Tesla-Geschützturm. Ja, 1200. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Oh, ach so. Ah, ist jetzt schon voll. Okay. Okay, gut. Das ist in Ordnung. Okay, das ist in Ordnung. Okay. Doch nicht zwei Geschütze, sondern. Ah, das sind ja genau, das sind ja Slots. So. Dann gucken wir mal unbewaffnet. Und zwar brauchen wir wieder diesen. Ich hätte gern wieder diesen Xenion. Abwrack. Moment. Hab doch gerade was gesehen. Ja, okay, der hat zwar 700 DPS, aber ich hätte gerne einen Xenion einfach. Doppellaser Xenion. Wir den hier? Nee. Was? Oder hatten wir den doch? Welchen hatten wir denn drauf? Ich weiß es nicht mehr. Den hier hatten wir drauf. Das ist der, den wir hatten. So, bitteschön. So, dann brauchen wir noch einen Bergbau, würde ich sagen. Ja, nehmen wir den einfach mal. Wir könnten aber auch mal eine Bergbauflotte irgendwie herstellen. Aber wir haben. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja genügend Slots. Ah, kann man nicht, genau. Ja. Okay, ich verstehe. Aber es ist okay. Okay. Gott. Die Strahlen. Guck doch mal, die Strahlen. Oh, Hammer. Okay. Gut, sehr geil. Was wird Cobra sagen, wenn er das zum ersten Mal sieht, das Ding? Ach so, fremdartige Schiffe. Mugler? Hier, fremdartige Schiffe. Wir haben halt nicht mehr Reichweite deswegen, aber trotzdem, das Schild ist halt jetzt mit einem Schuss weg gewesen von dem. Oh, und ich treffe genauso wenig wie vorher. Das ist super. Ich bin begeistert. Okay. Okay. So. Dann sammeln wir hier wieder das Zeug auf und würde sagen, auch Abwracken ist wieder ein Thema. Ja. So. Und ich sehe halt noch viel weniger als vorher, weil mein Schiff einfach noch viel größer ist. Ich glaube, ich sollte das echt dann mit einer Flotte demnächst machen oder so, dass ich eine Flotte baue und sage, hier komm, abwracken, fertig, aus. Tschüss. Ich glaube, das ist sinnvoll.
Ich glaube, das ist sinnvoll, dass ich mir eine Abwrackplotte oder so baue. So, das ist halt irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen doof. Wobei der Laser schon ganz geil ist eigentlich. Also ich finde ihn ganz cool. Es geht aber noch besser. Wir hätten ja jetzt eigentlich auch das Geld dafür, noch einen besseren zu bauen. Ja, mal noch eine Idee. Vielleicht irgendwo. Oder vielleicht heben wir uns das auch auf, bis wir ja, bis wir eben in den inneren Ring kommen und da vielleicht direkt was noch Besseres bauen können. Und das Schlimme ist, diese Schiffe sehen halt jetzt so dermaßen winzig aus, ja, wo sie eigentlich schon eine gewisse Größe haben. Das ist halt, ja, gegenüber meinem Schiff ist das halt alles ein Witz jetzt, ne? So, wir gucken mal, wie schnell sind wir denn überhaupt? Würde mich interessieren. Ich beschleunige mal eben auf Vollspeed. Also was geht? Was geht? Hol ich mal gerade raus. So, dann mal los. Wir gucken mal. Ja, knappe 7000 Meter pro Sekunde. Wie schnell ist die ISS? Ich glaube, wir sind schneller. So. Ich glaube, wir sind wesentlich schneller. Okay. Und das mit den Bremsen, ja gut, okay. Man muss halt immer dagegen lenken, so ein bisschen. Das ist aber bei der Größe, glaube ich, unvermeidbar. Ich glaube, das geht nicht anders. So. Und da fliegt noch was rum. Moment, kann ich auch nach dem rechten Bild gehen und dann ungefähr dahin lenken, wo ich denke, dass noch was Wertvolles zu holen wäre? Geht das? Hier zum Beispiel? Ja, das funktioniert eigentlich, ja? Also ich muss es gar nicht so genau sehen eigentlich. Ich kann ein bisschen nach dem rechten Bild gehen, also nach rechts unten da, diese Vorschau. Und anhand von dem ungefähr sehen, wie das Ding beschaffen ist und wo ich ungefähr hinzielen muss, damit es funktioniert. Wobei es wahrscheinlich bei Neonight eh egal ist, weil halt da, ja. Erstens mal brauchen wir es nicht mehr und zweitens mal, ja. So. Was wir aber noch finden sollten, ist irgendwie eine Passage, glaube ich. Und außerdem einen fliegenden Händler. Ein fliegender Händler. Jump. Ja, das sind halt immer noch 0 Sekunden, also das Schiff kann man noch wesentlich größer bauen. Ah. Ist das hier? Ist das hier sowas? Aber das ist ja genau das gleiche, wie ich es schon vorher in den Anfängerdingens gesehen habe. Ja, aber ich habe noch nicht alle zusammen. Also hier wäre so ein Kreis. Könnte man sich mal vielleicht markieren. Notiz. Kreis. Vielleicht ist es ja so ein Kreis. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgend so ein Kreis soll es wohl sein. Also deswegen. Boah, ich weiß nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist jetzt... Ich war noch nie an diesem Punkt, tatsächlich. Ich habe vorher immer aufgegeben. Okay, was ist denn hier? Ein Wrack. Wir gucken uns das mal an. Ja, gibt nichts drin. Okay, dann gibt es da nichts drin. Da vorne ist noch eins. Aber da wird es wahrscheinlich auch. Alles schon ausgeplündert. Und die Energie, wir haben so viel Energie übrig noch. Okay, Weizen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir Weizen eigentlich ja nicht. Wir haben ja selber genügend. Wir wissen nicht, wohin damit eigentlich. Aber wenn es was umsonst gibt, wieso sollte man da Nein sagen? Boah, das dauert ja Ewigkeiten. Gott.
Also das geht noch nicht so besonders viel schneller als vorher, habe ich das Gefühl. Hört's mal an. Wie viel HP hat denn das Ding? Ist hier übel. Ah, jetzt haben wir es gleich. Okay. Ist immer noch Reizen drin irgendwo. Wir gucken mal. Ich bin mal neugierig. Okay. Ah, da ist Weizen drin. Okay, ich bin mal neugierig. Wahrscheinlich einer oder so. Zwei. Könnte ich mir vorstellen. Irgend sowas. Garantiert. Pass auf. Und? Und? Ich fühle mich absolut verarscht. Ah, hier. 25 Weizen. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Okay, alles klar. Gut, war irgendwie zu erwarten. War irgendwie zu erwarten. Lass mal gucken. Kann man irgendwie ein Upgrade auch reinballern, damit ja hier die Karte schneller aktualisiert hier? Damit hier schneller wieder von vorne beginnt? Wäre ganz cool irgendwie. Einen fliegenden Händler. Wo bekommen wir denn einen fliegenden Händler her, der uns das auch noch verkauft? Huch, was ist denn hier? Ah, eine... Oh, mit dem Schiff aber nicht. Ich glaube, mit dem Schiff schaffe ich das nicht. Weil ich habe hier keinen Stein außenrum. Ich glaube, mit dem Schiff bin ich tot, wenn ich das mache. Okay. Obwohl das wesentlich besser eigentlich ist, glaube ich, dass ich mit dem Schiff tot bin, wenn ich das mache. Fliegen mal so ein bisschen rum einfach. Und gucken einfach mal. Vielleicht finden wir ja irgendwas Cooles. Ah, und ich, wenn so auf die Uhr gucke, müssen wir eigentlich schon wieder Schluss machen, oder? Okay. Ist nichts. Moment. Wir haben ja noch einen Platz frei. So. Ah, hier hat er was markiert. Ja, kann man kaufen, verkaufen, keine Ahnung, lass ich mal. Ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir, ich glaube, wir verdienen jetzt momentan. Okay, gut, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir verdienen ganz gut. Wir gucken mal. 35,5 Millionen haben wir jetzt. Ich sollte mal aufhören zu spielen, beziehungsweise den Aufnahme mal stoppen. Und einen anderen fürs nächste Mal weitermachen. Aber hier, das fragt man nämlich noch mit und dann machen wir Schluss, oder? Hm? Wie viel Cargo habe ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt also nur mal so? 12.000 haben wir jetzt mitgenommen. Ja, da muss schon noch ordentlich was rein. Huch. Gut, ich wollte eigentlich nur hier ein bisschen abracken. Aber Jungs, wenn ihr mich nicht lasst, dann muss ich mich halt mal kurz wehren. Aber ihr wisst, wie das ausgeht. Und eigentlich könnte ich jetzt an der Stelle schon mal kurz sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und so. Weil die schießen sich, glaube ich, einen Ast ab an meinem Schild. Deswegen, ich glaube, ich mache das auch. Ich glaube, ich mache das auch. So, ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.